Hallo, liebe Freunde. Ja, in Deutschland, der deutschen Politik, da geht wirklich die Post ab. Und das hat mich dazu inspiriert, die Politiker in Deutschland, vor allem die Grünen, die sind einfach sowas von geeignet für Satire. Jetzt habe ich da richtig Lust gehabt, ein kleines Satireprojekt gemacht, das ihr anschließend euch anschauen dürft. Einfach dann, wenn ich diese Kappe anhabe, dann bin ich die Luisa Neubauer. Und wenn ich diese Spange vorne drin habe, dann bin ich die Emilia Fester. Und einmal kurz ohne, Haare offen, dann bin ich die Ricarda Lang. Und die machen zusammen eine Telefonkonferenz. Da habe ich die Stücke einfach zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr amüsiert euch dabei und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Ach ja, was ich euch noch sagen wollte, ich weiß, es sind total bescheuerte Aufnahmen. Ich sehe sowas von bescheuert aus, aber das gehört dazu. Hallo, ich bin's, eure Luisa. Ich möchte euch aufrufen, dass ihr mitmacht an unserer nächsten großen Klimademonstration. Bitte kommt alle dahin. Ich möchte euch auffordern, dahin zu kommen. Ihr müsst einfach ein paar Sachen mitbringen. Bitte bringt ganz viele Pyrotechnik mit und Molotow-Cocktails, damit wir die dann auch gegen die Polizei loslassen können. Vorher werden wir einen Wall machen mit alten Autoreifen, mit alten Pneus, die wir dann anzünden. Das gibt dann eine so schöne, große, dicke, schwarze Rauchwolke. Das geht alles in die Umwelt. Und da können wir uns dahinter verstecken und können dann die Pyrowaffen da durchjassen und die Polizisten und ihre Pferde niedermetzeln. Wir wollen, dass Europa verendet, wie meine Kollegin Baerbock das gesagt hat. Und wir wollen auch, dass ihr noch andere Sachen mitnehmt, nämlich so dicke, dicke Brammböcke, macht aus Holz, so Stämmen. Feldbäume, macht aus Holzstämmen, dicke Rammböcke, spitzt die vorne zu, damit diese Tierchen, diese Pferde von den Polizisten auch da reinlaufen und elendig verrecken. Das müsst ihr mitbringen, dann seid ihr voll dabei an meiner nächsten Klimademonstration. Ach ja, Emilia, du hörst mich ja. Kommst du auch mit? Bist du auch dabei? Ja? Da geht die Party wirklich dann ab. Ja, Emilia, super, kommst du auch. Wollen wir noch die Claudia fragen, die Claudia Roth? Die gehört ja auch zu uns, die könnten wir auch mitnehmen. Was meinst du? Na, ich weiß nicht. Die Claudia, die ist ja eine alte, weiße Frau. Und zwar nicht ein alter, weißer Mann, das ist nicht ganz so schlimm, aber sie ist eine alte, weiße Frau. Und ich glaube, sie ist nicht bei LGBTQ dabei. Da fehlt ja noch das H. Ich glaube, die ist hetero. Na, die können wir dann nicht wirklich mitnehmen. Das geht nicht so ganz. Stimmt ja nicht mit unserem Konzept überein. Die ist zu hetero. Hallo Dicky. Ricky. Kommst du auch an unsere Klimademo? Bist unsere Chefin, da wär's doch toll, wenn du auch dabei wärst. Kommst du? Hallo Emilia. Ja, natürlich komme ich gerne vorbei, aber gibt's denn da auch was zu futtern? Ich brauch dann was zu futtern. Und ja, am besten wäre da ein Stand. Stellen wir einen Stand auf, damit auch unsere Freunde etwas essen und trinken können zwischen ihren tollen Gewaltaktivitäten. Ja, und zu trinken. Zu trinken braucht es auch. Und am besten nehmen wir noch Ketchup. Dann können wir so Ketchup schießen auf unsere eigenen Leute und dann sagen, das sei Blut wegen den Polizisten. Das machen wir so. Ich frage noch unsere Lehrerin, die Annalena, ob die auch kommt. Das wäre schon toll. Hallo, hier ist wieder eure liebe Luisa, eure Organisatorin dieses Anlasses.
Jetzt hat mir gerade Annalenchen geschrieben. Sie kann leider nicht kommen. Sie ist dann in der Ukraine. Aber sie wird für uns einen Marderparden organisieren. Und den stellt sie uns zur Verfügung, weil das wird ja eh keiner merken. Und das ganze Verteidigungsministerium und die Wähler, die sind hier ja eh egal. Also wir bekommen dann noch einen Marderpanzer oder so ähnlich. Ach, Luisa, ich habe noch unsere Katrin Göring-Eckhardt angefragt. Sie kommt auch, wenn wir noch ein paar ein paar farbige organisieren können, weil sie möchte, dass der Anlass bunt wird. Oh, super, super, liebe Emilia. Ich habe noch unseren Toni Hofreiter gefragt. Das ist auch gut, wenn er kommen kann, weil der schreit ja so laut rum im Bundestag. Wir brauchen da noch wen, der richtig schreien kann. Luisa, ich kann auch schreien, ich kann auch schreien, ich kann Party machen und schreien und knuddeln und knutschen, ich kann das alles auch. Ach ja, unser lieber Robert kann leider auch nicht kommen. Er hat dann ganz, ganz viele Termine mit seinem Hoffotografen. Aber er sorgt dafür, dass dieser Hoffotograf nachher von unserer großen Superdemonstration alle Fotos so retuschiert, dass es immer zu unseren Gunsten ausfällt. Toll. Ach ja, übrigens, unser lieber Habeck, der gibt uns noch ganz viel Papier, damit wir diese Autoreifen anzünden können. Dieses Papier, das sind die Studien von den AKWs, beziehungsweise wie diese AKWs eben gut werden für die Umwelt. Diese Studien müssen vernichtet werden und wir dürfen sie dann zusammen mit den Autoreifen anzünden. Mein letztes Video zur deutschen Politik habe ich da gemacht, wo ich eine Grippe hatte, wahrscheinlich die Spike-Grippe. Das hat man am Schluss dann auch gesehen im Video. Und diesmal war natürlich wieder etwas. Ich habe gerade beide Augen operiert wegen dem grauen Star. Ja, und so habe ich Zeit gehabt dafür, weil demnächst geht die Arbeit wieder los. Und ich brauche meine kreativen Phasen. Darum kommt halt nur ab und zu mal was. Ich werde aber vom grauen Star, von dieser Operation und wie es mir danach ging, dann mal auch ein Doku machen, dass sich die Leute, die vielleicht das auch vor sich haben, sich da informieren können. Tschüss!